Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Serie. Ich glaube, ich habe tatsächlich über sie schon mal gesprochen. Bin jetzt aber gerade beim Rewatching und habe gedacht, gut, kann man ja nochmal drüber sprechen. Die Rede ist von der Serie White Collar. Lief von 2009 bis 2014, 6 Staffeln, 81 Episoden, jeweils ungefähr so 42 Minuten Länge. White Collar ist eine US-amerikanische Krimiserie, die sich um Special Agent Peter Burke und den Meisterdieb und Kunstfälscher Neil Caffrey dreht, die miteinander arbeiten müssen. Muss man noch irgendwie was lesen? Handlung? Ach ja, die grundlegende Handlung, warum denn nicht? Lese ich euch einmal kurz vor. Der Kunst- und Diamantendieb und Fälscher Neil Caffrey wird von Special Agent Peter Burke verhaftet. Auf die Umstände der Verhaftung wird in der ersten Staffel nicht näher eingegangen. Nach einem erfolgreichen Fluchtversuch Neils findet Peter ihn und bringt ihn zurück ins Gefängnis, ohne dass Neil Widerstand leistet. Da er wegen seiner Verstrickung an verschiedene Kunstdiebstähle auf längere Zeit im Gefängnis bleiben müsste, es wird immer mal wieder so 4 Jahre oder irgendwie sowas erwähnt, verlässt ihn seine Freundin Kate Moreau. Daraufhin wendet sich Neil an Peter und bietet ihm an, dem FBI bei der Aufklärung von Diebstählen zu helfen, unter der Bedingung, dass er sich ausgestattet mit einer GPS-Fußfessel relativ frei in New York bewegen darf. Widerwillig geht Peter auf Neils Angebot ein und gestattet ihm einen Freilauf von 3 Kilometern rund um dessen Wohnort, ein schäbiges Hotel. Neil lernt im Folgenden die reiche Witwe June kennen, die ihn einlädt, in Zukunft in ihrer Villa zu wohnen. Da diese im 3-Kilometer-Radius liegt, nimmt er das Angebot an. Die einzelnen Folgen der Staffeln sind grundsätzlich immer, ja, relativ typisch aufgebaut, wie man das so von amerikanischen Serien kennt. Es gibt halt immer einen Fall, der gelöst werden will. In manchen Staffeln zieht sich über mehrere Folgen noch ein anderer Fall, kennt man auch von Serien. Da ist die Serie nicht sonderlich einfallsreich, wovon sie für mich persönlich total lebt, ist einfach erstens von den verschiedenen Charakteren, die sehr, sehr gut besetzt sind. Tatsächlich, das finde ich auch jetzt beim dritten Mal gucken der Serie immer noch. Jedenfalls wirkt es so, dass die Schauspieler, Schauspielerinnen echt gut harmonierten und ja, es ist einfach, also wie gesagt, das wirkt, als wenn sie sehr gut harmoniert haben. Die einzelnen Charaktere sind sehr, sehr witzig, teilweise sehr nicht so platt, nicht blöd lustig, wenn sie lustig sind, sondern sehr gut ausgearbeitet. Also wirklich sehr, sehr gut. Ende Staffel 3 teilweise, also Staffel 1 und 2 finde ich richtig gut. Hälfte von Staffel 3 finde ich richtig gut. Danach wird es ein bisschen strange. Teilweise Staffel 4 ist strange. Teile von Staffel 5 sind auch, naja. Der Rest von Staffel 5 wird wieder richtig gut. Staffel 6 richtig gut. Ich werde wahrscheinlich, so weit bin ich noch nicht, aber wahrscheinlich wieder denken, oh, wie schade, dass die Serie vorbei ist. Insgesamt müsste ich 5 Sterne vergeben. Würde ich aber auf jeden Fall sagen, 6 von 5 Sternen für White Collar. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.